Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. So, ich habe mein Inventar noch ein bisschen aufgeräumt wieder. Ein paar Sachen verkauft, Waffen verbessert. Und aufgewertet. Ich kann es ganz kurz mal zeigen. Ich habe jetzt hier den Hammer noch verbessert. Mit 527 Schaden, Alter. Mega crazy. Das eine Samurai-Schwert habe ich dabei. Ein Wurfmesser und dieser Schlagstock, der ja nicht tödlich ist, glaube ich. Genau, nicht tödlich. Dann haben wir hier zwei Scharfschützengewehre. Einmal die Lizzie Weezy wieder dabei, also die Lizzie. Die New, die auch nicht tödlich ist. Eine Schrotflinte. Ein nicht tödliches Sturmgewehr, ein anderes Sturmgewehr und auch ein Revolver. Von daher sollten wir möglicherweise auch jetzt schauen, eben, dass wir Leute nicht umbringen, wenn es möglich ist oder wenn es gesagt wird. Genau, und jetzt haben wir 105 und 617 und ich habe fast 1 Million. Crazy shit. Und heute habe ich mich mal so umgezogen. Und außerdem, habe ich noch mal ein bisschen geschaut. Man kann nämlich, wenn man Phantom Liberty beginnt oder zu früh beginnt und ein paar Missionen nicht gemacht hat, ein paar Sachen verpassen oder auch Auswahlmöglichkeiten nicht mitnehmen. Da habe ich mir hier eine Liste rausgesucht von Missionen, die man eben machen sollte, bevor man Phantom Liberty anfängt. Und da stehen jetzt einfach noch drei Sachen drauf. Das Problem ist allerdings, ich weiß nicht, wo man die findet. Natürlich gibt es da wahrscheinlich auch eine Karte oder ja, irgendwo Infos im Internet, wie man die ganzen Sachen finden könnte. Aber das wollte ich jetzt doch nicht machen. Von daher müssen wir halt vielleicht einfach mal diese Aufträge hier abklappen. Das eine ist zum Beispiel von Wakako. Und wo sie ihre Aufträge hat, I don't know, vielleicht auch nur in diesem Gebiet hier drüben. Aber da wir auch hier unten sind, würde ich vielleicht zuerst mal die drei hier anschauen. Und ja, ich glaube, das sind vor allem diese Aufträge hier. Bei den Missionen weiß ich nicht, ob es auch diese hier sein könnten. So Nebenmissionen. Könnte natürlich auch möglich sein. Aber ich würde jetzt erstmal vor allem diese Aufträge hier abklappen und schauen, ob ich da was finde. Und dann machen wir das heute mal. Außerdem habe ich noch eine Mod installiert. Ein Reshade, der vielleicht ein bisschen die Grafik verändert. Mal schauen, ob man das merkt. Ja, hier ist ja immer noch mein Auto. Habe ich gebraucht, um das Lager anzuschauen. Und zu vergleichen mit den Waffen. Genau, und das ist jetzt erstmal der Plan, bis wir dann mit Phantom Liberty wirklich anfangen. Weil ich würde schon gerne anfangen und schauen, ob jetzt wirklich eben auch die Grafikeinstellung und die FPS besser ist. Besser sind, weil ich da ja mal noch eine neue CPU gekauft habe, in der Hoffnung, dass es eben auch so besser funktioniert damit. Aber ausprobiert habe ich es natürlich noch nicht. Aber jetzt erstmal nach hier drüben. Sebastian Padre. Valentino drug the cop and has gone unpunished. You can change that. If you find out who's covering for the gangler, I'll pay extra. Spec attached. Auftragskiller José Luis, Busdepot Bengo Street. Vor ein paar Wochen wurde ein Polizist erschossen. Die alte Leier. Ein paar Valentino-Kids haben sich mit den Cops in die Haare gekriegt. Das tödliche Geschoss wurde von einem Gangmitglied namens José Luis abgefeuert.
Das Verfahren wurde eingestellt und den Polizisten vom örtlichen Revier wurde untersagt, die Sache zu verfolgen. Verdammt interessante Wende in der Geschichte, meinst du nicht? Jose muss mit ein paar hohen Tieren befreundet sein. Und jetzt pass auf. Einer der Polizisten will, dass Jose zur Rechenschaft gezogen wird und das ist deine Aufgabe. Wenn du außerdem rausfindest, wer den Valentino beschützt, lege ich noch was obendrauf. Viel Glück. Okay. Dunkelhäutiger Mann mit so einem Wangenimplantat. Mal schauen. Es ist bloß die Frage, müssen wir ihn umbringen oder eben leben lassen? Die Waffe nicht tödlich. The end is near. Okay, ins Gebäude geht's auch noch. Jetzt wissen sie, dass ich hier bin, aber nicht so schlimm. Blaus dabei, gib mir das. Komm schon. Okay, dann nicht. Hätte man wahrscheinlich auch leise machen können. Aber... ja, brauchen wir nicht unbedingt. Sehr schön. Zwei Laptops oder PCs. Doof. Naja. Und dann halt so. Lass mal schauen. Gibt's hier was Spannendes? Dateien. Militärische Ausrüstung für Gefechte ausgestattet, inklusive Antiterror-Optionen. Das Modell kann bis zu 9 Personen transportieren. Ein Fahrer, ein Truppenkommandant, 7 Truppenmitglieder sowie zusätzliche Fracht mittlerer Größe.
Modell kann außerdem mit kleiner Artillerie beladen werden. Der Wagen wird üblicherweise zum Truppentransport benutzt, als leichte Gefechtsunterstützung sowie als Sanitätsfahrzeug. Geplant ist auch eine Version, die mit einer HMG ausgestattet ist. Technische Details: Kategorie Geländewagen, Motor aufgeladen, 7,7 Liter V8, Baujahr 2072, Gegenwart, Karosserie versteckte Panzerung. Militech WZ65 Gen 3, Gefechtsuniform, fortschrittliche Gefechtsuniform der dritten Generation. Mit Ellbogen- und Knieschutz ausgestattet, Material im PTFE beschichtet. Ist PTFE beschichtet für besseren hydrophoben Effekt. Großzügig funktionale Taschen an Ärmeln und Hosenbeinen, die wiederum anpassbar sind, zum Beispiel für Benutzer mit übergroßen Implantaten. Mit Aramid verstecktes Material auch an Kampfstiefeln und Helm. Interesting. Gonzalo Riveros Beerdigung von Zeni Gaviria an Valentinos. Beim Schusswechsel ist mit dem NC Bullenschwein hat es unseren langjährigen Freund Gonzalo Rivero erwischt. Er war wie ein Bruder für uns. Wenn ihr mit ihm die letzten Jahre erweisen wollt, als hättet ihr eine Wahl, geht zum Bestattungsunternehmen La Catrina. Gepriesen sei man Santa Muerte und denkt daran. Das gibt Leben. Sie gibt Leben und sie nimmt Leben. Heute wieder mal Deutsch auf höchster Stufe. Alter. So, perfekt. Schätze mal, hier drin steht das Gleiche. Yes. Wie schon mal gesagt, ich muss das tun. Ein Bus. Sieht man auch nicht so häufig hier. In NC. Wir gehen zuerst mal nach oben. Ja, ja, ist ja gut. Oh shit! Wo kam der denn her? Jaleji Grevel. Ist nicht der Typ? José Luis Cisciaro. Also wird der Typ hier gewesen. José Luis und Roberto Luis. Also Brüder. Ist gerade schlecht. Was ist los? Die Pflegerin ist nicht aufgetaucht. Ich bin alleine. Esa pinche puta! Schick einen der Jungs, um dir zu helfen. Nein, ich brauch dich. Ich kann nicht. Abuelito, ich muss hier bleiben. Bitte komm einfach. Ich kann nicht mal aufstehen. Und ich hatte einen Unfall. Ich will nicht, dass das jemand sieht. Ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Ich schick jemanden, dem du vertrauen kannst. Mach dir keine Sorgen, sowas passiert. Verfickte Scheiße. Hey, hör auf mit der Flucherei, damit vergraust du die Pflegerinnen.
Wärst du nett zu ihnen, hätten wir dieses Problem nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt den hätte umbringen dürfen oder nicht. Wenn, dann war es auf jeden Fall jetzt zu spät. Sehr schön. Da geht's nach unten. Hier drin gibt's wahrscheinlich sonst nichts Spannendes. Wahrscheinlich wieder die genau gleichen Nachrichten. Letzte Warnung. Von unbekannt an José Luis. José, wir sind mit unserer Geduld und bald am Ende. Wir haben deine Kaution bezahlt, weil wir bereits in dich investiert hatten und Investitionen müssen sich rentieren. Aber du bist nicht unantastbar. Wenn du nochmal Scheiße baust, in noch eine Schießerei gerätst, dann kriegst du statt Hilfe eine Schlinge von uns um den Hals. Denk dran, Arasaka belohnt für das Lösen von Problemen und straft für das Schaffen von neuen. Ach, und bleib nah am Holo. Wir rufen dich bald an und geben dir genaue Anweisungen zum Angreifen unserer Einrichtung. Vergiss nicht, dass du unbedingt die Militech-Ausrüstung benutzen musst, die wir dir gegeben haben. Für die Medien muss es so aussehen, als ob es eine Militech-Einheit... Als ob eine Militech-Einheit eine Arasaka-Einrichtung überfallen hat. Das wäre alles spannend. So, eigentlich einer anderen Korpo den Fall in die Schuhe schieben. Sehr spannend. So kann man es natürlich auch machen. Okay, es geht bloß da rein. Dann gibt es, glaube ich, nur noch eine Person hier unten, die auf uns wartet. Militech Munition, erhält Militech Munition. Each shell's like a signature, leaving behind a trail. A trail back to Militech. Boom. Dead, and all eyes are on the corp, at least for a little while. Ja, ja. Sign up for this shit! Echt mies eigentlich. Aber auch schlau, das einer anderen Korb in die Schuhe zu schieben. Ja komm, hau ab. Bevor wir das machen, kurz noch hier schauen. Überwachungssystem. Beerdigung, rette mein Leben. Das Spam. Grüße, mein Name ist Gansug Miyagamasu Renjin und ich bin mongolisch Techno-Jamane. Und ich komme von Ulaanbaatar. Komm. Ja, das ist Spam. Sorry, und so viele Fremdwörter, die ich nicht mal aussprechen kann. Dann lasse ich es lieber und ich könnte nicht Zeit damit. Auch wenn es wahrscheinlich eigentlich lustig wäre, das Ganze mal zu lesen. Noch ein Bus. Autsch.
Das war doof. Das war IQ Level 5. Naja. Dann halt noch mal kurz hier was einsammeln. Das war echt doof von mir. Naja. Was soll's. Militech ammo. Each shell's like a signature, leaving behind a trail. A trail back to Militech. Boom. Dead, and all eyes are on the corp, at least for a little while. I am the Tupac! Echt häufiger mal die. Kann das hart ausblenden? Shido. Das hat doch einfach schöner aussieht. Noch mehr Militech-Ausrüstung. Well, well, either they're planning a costume party or they're gearing up for a different sort of party. I'm intrigued in either case. Echt schlau von denen, muss ich ja schon gestehen. So, jetzt kurz mal speichern, wo ich mich wieder selber in die Luft jag. Leben tut hier niemand mehr? Nee. Emperor. Can you spot the two things that don't match? Give up. Hint 1, Militech. Hint 2, Valentino's. Jevian Emperor, Eigentum und Betrieben von Militech. Aber wieso sind die hier so kaputt? Warte kurz. Okay, der Dings funktioniert eigentlich ziemlich gut. Dieser Eisbrecher, dass uns hier niemand hacken kann. Noch ein zweiter Emperor. Aber eben, wieso sind die schon so kaputt. Nice. Also wurde das Arasaka-Gebäude schon angegriffen? Frage ich mich jetzt gerade. Ruf Padre an. Wahrscheinlich schon, oder? Sorry, falls man übrigens immer meinen Controller hört. Und was explodiert? Rüttelt er die ganze Zeit, also vibriert er. Und ich brauche den halt bloß eigentlich nur zum Autofahren. Okay. Sebastian Padre. It's V. Took care of Jose. Nice work. Really, really nice work.
Did you learn who busted him out after he killed that badge? Arasaka. Arasaka. You're telling me a megacorp was involved in the killing of some ordinary beat cop? Joffrey's death was an accident. Jose was covered for another reason. I'm still listening. He and his crew were hired to launch a full-blown assault on an Arasaka facility, and do it using Militech equipment. Attacking Arasaka. On Arasaka's behalf. Shit. You need to get out of there. Seeing as I'm already here, I could stick around, try to find out more. Won't find nothing you don't already know. Location's already blown. You know more than you're telling. Spill. I'm just speculating here, but... out with it. There's a good chance that Arasaka's looking to pick a serious fight with Militech. Maybe even all-out war. And? Jose's hit was meant to be their excuse? Kinda slim, don't you think? It's not just Jose. I've heard of other cases. Same MO. This runs deep, V. But why war? We're still picking up pieces from the last one. No bigger smokescreen than war. Maybe they need the attention of something else. Not sure I even want to know. You, Padre? Not this time, no. Not my board. Not my game. See you around me. Yeah, be seeing you. Interesting. Sebastian, Padre. Nee, ich wollte ihn nicht anrufen. Sorry, Gamepad-Steuerung wieder mal. Du kannst einen Bonus abholen, ich muss dich noch um einen letzten Gefallen bitten. Vergessen wir, dass das jemals passiert ist, in Ordnung? Okay, aber why? Oh, hallo Padre? Heywood's a rough place for biz, huh? Gotta be tough, keeping it all in check. Not really. All you can get here is enough respect to keep the wolves from eating you alive. This is your turf. Must have something under control. Just got the most wolves afraid of me. Ask a personal question? Sure. But I may not answer. Why'd you join the priesthood? Faith is God's grace. For many years I did not feel it. But... eventually, that changed. I believe in God, V. And I only hope that when I pass, he believes in me. Listen, ever check up on Mama Wells? I need someone now that Jackie's gone. She's a strong woman. She'd do just fine without me. Know what I mean? Jackie had his secrets. Someone might want to get even. Nobody'll touch her. Trust me. And besides, you should also stop by and see her. It's only right. Hast vielleicht recht. Talk later. Vaya con Dios. Ich glaube, wir sollten auch vor allem mal ein bisschen mehr die Leute anrufen, mit denen wir mal Kontakt hatten. Wir sind abgeschossen an der kurzen Leine. Um eben vielleicht noch ein bisschen mehr Geschichte zu erfahren. So. So, das ist ikonisch. Und auch einfach mehr Gespräch mit den Leuten zu haben. Valentinos. Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, ist hier unten wahrscheinlich noch ein NCPD-Auftrag. Kann das gut möglich sein? Ja, so halb, oder? Naja. Aber ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.